Hallihallöchen, liebe Gruselfreunde, zu einem neuen Let's Play hier bei uns auf dem Pixel-Kanal. Ich bin der Mushroom und wir spielen gemeinsam The Evil Within. Von dem Macher von Resident Evil, Shinji Mikami, kam das Spiel gestern raus. Oh Gott. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Mal kurz alles gucken, ob hier alles auf... Nein, Untertitel zeigen wir natürlich an, Lebensanzeige, bla bla bla, das kann alles bleiben. Was war das? Was? Alarmstufe der Gegner-Einsteiger? Machen wir natürlich Anzeigen. Warte, kurz Änderung zurücksetzen, weil ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Okay, passt. Dann springen wir einfach mal ins Spiel. Helligkeit natürlich ein bisschen höher setzen, weil YouTube alles dunkler macht. Oh, was war das? Einsteiger? Nee, das brauchen wir nicht. Überleben machen wir natürlich. Ich bin ziemlich aufgeregt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich deine Gesundheit bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Oh Gott, Freunde. Ich habe schon einige Sachen gesehen von dem Spiel. Schon einige Ausschnitte. Braucht aber lang zum Laden. Und das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Und das Spiel hat bis jetzt ziemlich gute Wertung gekriegt. Und da sind wir mal gespannt, ob das wirklich so ist. Code 3, Beacon Nervenklinik. 1-4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127-124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben vorgegeben, die Einheiten... Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Okay. Kapitel 1. Ein Notruf. So, Freunde, wir spielen Sebastian. Castellanos, glaube ich. Castellanos, ja. Eine Detective mit unseren zwei Kollegen hier. Wurden wir hierher gerufen. Hier gab es anscheinend einen Notfall und wir sehen ja, irgendwo ist es hier los. So viele Polizeiwegen, Ambulanz. Keine Waffen mehr in den Autos. Okay, dann sind sie wahrscheinlich alle drin mit den Gewehren. Und das ist eine Irrenanstalt, eine Heilanstalt natürlich. Und irgendwas ist hier vorgefallen. Wirkt ein bisschen wie bei Outlast, so ein Heilanstalt. Weder Blut noch Patronenhülsen. Okay, hier draußen wurde nicht geschossen. Ja, wirkt ein bisschen wie bei Outlast. Hier ist so vor der Heilanstalt, Polizeiwegen und aber keine Spur von Menschen. Dann schauen wir uns mal um. Ah.
Riecht wie Blut. Oh. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Oh. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Oh mein Gott. So viel dazu, dass es kein Blut ist. Was ist hier nur passiert? Was war das? Zum Teufel. Hast du das gehört? Okay. Oh Gott. Hier lebt noch jemand. Oh, ein Überlebender. Perfekt. Oh yes. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert? Alle kaputt. Richtiges Gemetzel hier in diesem... in dem Wartezimmer hier. Na egal, hier. Da scheint noch einer zu leben. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay. Werden wir tun. Schauen wir uns mal an, was es da drauf gibt. Ah, Schüsse. Okay. Was zur Hölle? Der sieht nicht nett aus. Was? Oh, verdammt. Ah. Eine Ratte, eine verdammte Ratte. Ah, verdammt. Oh Gott. Du siehst sehr gut aus, ja? Hübscher Kerl. Was passiert da? Oh, er zerhackt jemanden. Oh mein Gott. Oh. Ein Messer. Ich will das Messer haben. Der Kerl lebt ja noch. Wenn er gerade zerhackt hat. Oh. Oh, fuck. Oh mein Gott. Was haben wir da für ein Spiel genommen? Was? Schaukeln? Okay. Holen wir uns das Messer. Komm schon. Hol dir das verdammte Messer jetzt! Sebastian! Gleich haben wir's. Jetzt! Ah. Verdammt, meine Waffe ist weg. Das ist natürlich nicht gut. Ohne Waffe. Okay, ja. Das habe ich schon herausgefunden. Das passt schon. Oh, was macht er da mit dem? Oh, oh. Sehr schöne Musik hört er da. Das muss man eben lassen. Ein Schlüssel, okay, gewöhnlicher Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren im Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Huh, er kommt wieder. Oh Gott, okay. Was zum... Oh. Ja, sehr... sehr schön. Oh Gott, was macht der? Oh. Lass uns hier abhauen.
Oh, leck, wie viel da hängen. Mein Gott. Rennen kann ich nicht, oder was? Hä, wo ist er hin? Gerade eben war er noch da. Ach du Scheiße. Hey? Wo bist du? Ist das, was ist das denn? Oh oh! Scheiße! Lauf, mein Freund, lauf! Nein, lauf! Er hat uns getötet. Oh mein Gott. Ja. Das war's. Unsere erste Begegnung mit dem verdammten Typen endet einfach mal tödlich. Wo bin ich? Okay. Gut, da ist die Falle. Dann tappen wir nochmal rein. Okay, 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 okay. Ja, okay, so rennen wir. Gut. Lauf! Lauf! Lauf jetzt! Was ist... Oh, scheiße. Okay. Okay. Oh, okay. Sehr schön. Oh mein Gott. Komm schon, rumpel weiter. Oh nein. Bitte. Ab da runter. Oh, ist ein bisschen laut. Oh oh. Hier geht's los weiter. Was ist das hier, was? Oh Gott, das ist eklig. Wie widerlich das alles ist hier. Oh, Sebastian. Du armer Kerl, du tust mir so leid. Reiß aus dieser ekligen Brühe. Ich bin immer noch verletzt. Ah, verdammt. Oh Gott, ich dachte, da steht einer. Nein, es ist nur ein Rohr. Oh Gott, armer Sebastian. Zumpelt der hier durch die Gegend. So können wir auch. Okay. Dann gehen wir hier raus. Okay. Oh, es fängt auf jeden Fall ziemlich gut an, Freunde. Vorsichtig. Wir gehen mal kurz da lang. Ich will wissen, ob da was liegt. Nichts. Ein Haufen nichts. Das ist der Keller von der scheiß Klinik? Oh Gott. Was war das? Oh Gott. Okay. Was ist eigentlich mit meinem Kollegen passiert? Hat er es überlebt? Ich denke eigentlich fast nicht. Wo geht's hier raus? Was ist das? Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. Er. Okay, also probieren wir nochmal kurz die Tür hier aus. Hat das jemand für mich zurückgelassen? War das der Tote da drin? Okay, jetzt auch rein. Aber hier ist nichts drin. Ey, wofür dann aber? Das fängt ja gut an. Die ersten Minuten, man ist einfach schon verwundet, humpelt,
kann nicht mehr richtig rennen, keine Waffen. Super Aussichten. Tschüss, mein Freund. Ist noch eine Tür. Probieren wir die mal aus. Achso, da ist ein Gitter, okay. Da ist ein Schloss. Ich habe kein Messer. Scheiße. Geschlossen. Ah, da geht's weiter, okay. Da braucht man zwei Schlüssel dafür. Gut. Und hoch. Ja, ist ein bisschen schwer mit einem Bein. Ein echter Albtraum hier, bitte. Komm schon. Hallo? Ist hier oben jemand? Nein. Was gibt's hier? Noch eine Notiz. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. Was? STEM? Systemtest beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein, anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. STEM. Was haben wir da? 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik. Ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Proband und Wirt synchron. 14 Uhr. Er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Wahrscheinlich dieser komische Kapuzenmann. Sein Name ist Ruvik, glaube ich. Was ist das für ein Knopf? Oh fuck. Wieso habe ich das aufgemacht? Was haben die hier schon wieder gemacht? Oh Gott, jetzt habe ich gerade Angst bekommen. Was ist denn für eine Klinik schon wieder mit irgendwelchen Experimenten an Menschen und so weiter? Und keiner kriegt natürlich davon was mit, gell? Komm, Sebastian, humpel weiter! Oh Gott! Oh oh. Komm schon. Geh rein. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, der Wahnsinnige. Oh, seiner Kettensäge. Oh, leck. Hat er gerade die Lampe kaputt gemacht? Alter, was ist mit dir los? Was machst du? Bulli. Ist er weg? Okay. Ich kann anscheinend da lang. Oh, du Scheiße, nein. Oh, bitte komm hier nicht hierher. Oh, bitte nicht. Ich werde sterben. Ah nein, Eisacker. Okay. Geh weg. Gott sei Dank. Komm schon. Oh, Alter, nee. Ich darf mich nicht sehen. Oh.
Oh Gott, nein, 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 nein. Oh oh. Okay, weiter. Gott, der Wahnsinnige. Ich versteck mich mal ganz kurz. Ich habe ein bisschen Panik. Boah, das scheint sehr nah zu sein. Okay, war gut, eine gute Idee, hier sich zu verstecken. Ja, war sehr gut. Komm, lauf weiter. Nein, 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 nein. Ja, genau da. Boah, wer sich aufregt, dass mich nicht findet. Nein, nicht da lang. Ja, da lang. Hau ab. Gut. Ich trau mich nicht rauszugehen. Oh, leck. Ganz vorsichtig, ganz ruhig und vorsichtig weg hier. Sauber. Da können wir hin. Da gehen wir lang. Scheiße. Boah, fuck, hab ich gesehen! Er hat mir den Schädel abgeschlagen. Abgesägt, besser gesagt. Mein, weil das Wegrennen die beste Strategie. Aber wohin? Scheiße. Ach, ich hätte so einen Spind gehen sollen. Oh, ist er, wenn wir das alles nochmal machen? Na super. Okay, gut. Ich versuch, Sebastian, dass er uns nicht sieht. Das ist echt, das war der beste Punkt hier, um sich zu verstecken. Also lass mal die Kisten wieder kaputt machen und da weglaufen. Du kranker Kerl. Oh, dass es immer so einen Riesen gibt in einem Spiel, der einem verfolgt die ganze Zeit. Oh mein Gott, komm. Komm, Mr. Kettensägenmann. Du bist so hübsch. War das gut? Ja, das war okay. Da lang, komm. Komm, wir müssen da lang. Komm schon. Komm schon, hau einfach ab. War das hier lang gut? Ja, sieht so aus. Oh mein Gott, er verfolgt mich immer noch. Lauf, Sebastian, lauf, da ist der Aufzug. Nein, Mann. Oh, Scheiße. Oh ja. Oh Gott, der Schatten. Scheiße, Sebastian. Steh doch auf, Mann. Oh. Oh, leck. Du kommst ja nicht rein. Du bleibst im Keller, Mann. Oh. Freunde, worauf haben wir uns da eingelassen? Erstmal, verdammt, keine Zigaretten mehr. Na super.